Hallo und willkommen zurück zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Beim letzten Mal haben wir hier Level 6 Eier Elektra komplett gelöst. Und bevor wir in die letzte Welt gehen, Nudge Nervenkitzel, haben wir noch was zu erledigen hier in Alor. Und dort haben wir ein bisschen was freigeschaltet. Und danach gehen wir noch ins Magoland für ein paar Minispiele. Aber zunächst erstmal hier rechts haben wir eine Prüfung. Und zwar die... Wo ist sie denn? Wo war sie nochmal? Ach ja, die Wasserprüfung. Wasserprüfung. In dieser Prüfung ist um sich gefragt. Achte auf deine Kraftpunkte. Wasserprüfung. Spurten. Mit der Spezialpower Wasser surft Kirby statt zu spurten. Spurten und B. Bei Wellenreiten spülst du deinen Gegner aus dem Weg. Unten und B in der Luft. Auf einen Schwebestrahl kannst du dich in der Luft fortbewegen. Alles bekannt. Na dann los. Oh, na super. Geht ja gut los. Gib die Münzen her. Oder auch nicht. Hui, das hat Spaß gemacht. Ah, ich glaube. Schwebestrahl ist gefragt. Ja, ob das eine schnelle Sache ist, glaube ich nicht. Noch eine Minute, glaube ich. Habe ich gerade gesehen. Soll das funktionieren? Das wäre also, wie soll das funktionieren? Wie? Ach so. Ach, ich bin ein Idiot. Das machen wir nochmal. Wir haben da gerade zu viel Zeit verloren. Ja, so geht's auch. Also gut. Schnell. Und hui! Perfekt! Hui. Ich mach den Schwebestrahl. Meine Lieblingstechnik hier für Wasser. Okay, schnell rein. Ah, ich weiß, wie das gemacht werden soll. So nicht. Das Spurten wollte nicht aktiviert werden. Obwohl ich zweimal gedrückt habe auf dem Steuerkreuz. Boah, da war gerade eben schon. Oi. Das machen wir auch am besten einfach so. Ich habe ein paar Münzen verpasst. Ups. Hui. Ja, einfach drüber. Und Bälle. Hm. 14.000. Das sollte doch Silber schon mal, mindestens. Okay. Verbesserungswürdig. Aber für Wasser finde ich das jetzt nicht schlecht. Wasser mag ich. Zwar nicht perfekt, aber... Ja, gut.
Wie gesagt, ich werde das privat versuchen zu verbessern. Hier Let's Play wird jetzt doch ein bisschen zu aufwendig. Hier was Geheimtipps. Unten und B in der Luft. Halte B gedrückt, um die Höhe des Schwebeschreits zu halten. Unten, oben oder unten zu lange aktiv. Halte B und ändere mit oben und unten die Höhe. Greife aus der Schwebe an. Wasser kühlt Feuerblöcke ab. Du kannst auch über sie hinweg surfen. Oben und B. Fontänen funktionieren auch in der Luft. Man bleibt also sogar beweglich. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Silber. Ungefähr so. So war das gemacht. Mit dem Fontäne. Mit dem Fontänenangriff. So, und hier links haben wir die letzten beiden Testräume freigeschaltet. Einmal diesen hier und einmal diesen hier. Hier im vorletzten Raum haben wir Flug oder Federn. Kämpfer. Mech, Eis und Speer. Federn kennen wir, dann können wir besser fliegen. So einen Sportangriff machen. Wenn man die nahe gegen ein Gegner sind, machen wir mit rechts einfach das hier. Oder ein. Genau, in Sport und sowas. Oder beim Stillstand. Hier das hier. Oder einfach nur Federn werfen. Da kann man gute Kombos machen. Okay, Kämpfer. Kämpfer ist auch eine krasse Fähigkeit. Wir können einfach so viel damit machen. Oder auch hier so eine. Ja. Boom. Kämpferfähigkeit ist toll. Hier die neue Mech-Fähigkeit in diesem Spiel. Haben wir es auch schon oft gesehen. Mega Laser. Okay, haben wir schon, wie gesagt, oft gesehen. Eis hatten wir schon lange nicht mehr. Ein Quara-Klassiker. Einfach nur einfrieren. Da kaputt. Hehe. So geht's auch. Mehr kann es halt nicht. Und noch die Speerfähigkeit, auch eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Ich mag echt den Speer. Es ist so effektiv. Vor allem gegen das hier. Mag ich es. Sich im Luft fortbewegen. Yeah. Behalten wir es gleich mal. Also gut, der nächste Testraum. Und der letzte. Hier haben wir Popstar. Lässt sich dreimal aktivieren. Einmal. Zweimal. Und das dritte Mal können wir sogar aufladen. Hier ohne Aufladung. Und mit Aufladung. Sister, Sister. Ich mag das. Ninja
gibt's hier? Ninja ist nicht schlecht, aber... ist jetzt nicht so mein Favorit. Was ist das? Ach, Festival. Ja. Einfach B drücken für einen ultimativen Bildschirmangriff. Dass einfach alles trifft. Warte. Bin ich noch das hier? Explosion. Oder Kugelblitz. Hat auch zwei Stufen. Einmal ohne Aufladung. Und einmal mit Aufladung. Kaboom, das haut rein. Macht auch sehr viel Schaden. Gegen Bosse vor allem. Und zu guter Letzt, der gute alte Hammer. Ein Klassiker seit Kirby's Adventure für das NES. Jetzt kommen wir mit Feuerzornaufladung. Das ist wahrscheinlich eine der mächtigsten Fähigkeiten von allen. Macht guten an Schaden. Auch für Bosse. Gut geeignet, wenn man es kann. Gut, hätten wir auch alles erledigt hier. Dann können wir ja ins Magoland gehen. Um noch die restlichen Minispiele auf schwer zu spielen. Die wir aber letztes Mal auch nicht geschafft haben. Neun Stempel. Vier Stempeltickets. Und halten einiges an Zeugs. Ah. Der Metallmarschall, der Boss aus der vorletzten Welt ist hier. Sehr schön. Und deine Maske auch mit dazu. Gut, apropos Maske, wir könnten mal wieder wechseln. Wen können wir jetzt wählen? Mal sehen. Kegelstopfer? Nee, ich bin immer Tanzer. Ja. Yeah. Okay, dann kümmern wir uns mal um die Minispiele. Bomblett. Auch schwer. Ich mag die Musik. Immer noch. Ich weiß, das sage ich immer wieder, wenn ich dieses Minispiel spiele. Uff, der kam schnell. Haha! Oh, ich wechsle jetzt auch. Uff, haha. Ah, zu früh. Ich hab's gemerkt. Warte, das mache ich nochmal. Das will ich nochmal machen. Ha. Ausgespielt. Okay, wieder noch einer übrig. Ah! Oh! Der kam jetzt echt so schnell, dass ich gar nicht reagieren konnte. Nein, nein, das lasse ich nicht mit mir machen. Dafür mag ich dieses Minispiel viel zu sehr.
Haha. Einer raus, fehlen noch drei. Zwei meinte ich. Oh, das war knapp. Okay, sie wieder mit der Nightzeit. Ha, das ging jetzt schnell. Aber gut, wir sind erster geworden. Oh, sogar ein Erfolg, eine Mission geschafft. Dreimal hintereinander mit Schmetterschlag. Schlage einen geschmetterten Bomber als Schmetterball zu den Gegnern zurück, von denen sie hier kommt. Ah, okay. Hui, sehr viele Missionen gerade gemacht. Die Stempel? Wir können uns als Kirby verkleiden? Ja, natürlich. Oh, der Robot-Panzer. Cool. Aus Kirby Planet Robot. 30 Stempel werden jetzt abgeschlossen. Sehr schön. Schachbrett-Scharmützel. Aus Kirby 64. Ah, oh, hier gibt es sogar 4 Schwierigkeiten. Okay, das merke ich mir dann für das nächste Mal, wenn wir wieder hier sind. Das wird dann noch knallhart spielen, aber heute erstmal schwierig. Okay, die Idee ist schon mal raus. Au, 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 au. Oh nein! Oh. Oh Gott, da muss gegenseitig rausgehauen. Meta Knight und. Oh, wow! Ich war noch drauf, aber irgendwie auch nicht. Oh Gott, dammit. Ich muss immer gegenseitig raushauen. Noch Meta Knight raus. Oh, oh, es fällt. Au. Es wird. Ah, oh, Grün hat gewonnen, hat noch mehr Leben gehabt. Habe ich gar nicht bemerkt. Also schön. Da bin ich zufrieden. Ach komm, was soll der? Wir machen doch noch knallhart. Dann packe ich euch doch jetzt doch noch oben drauf. Was soll der Geiz? Oh, was ist das für eine Arena? That's new. So, grüner Kirby ist schon mal einmal draußen. Oh, Vorsicht. Bandana, die sehe ich gerade. Ist hier mit drin. Oh nein, nein, nein. Oh, verdammt. Wieder kleiner. Geh weg, grüner Kirby, das ist mein Platz. Oh nein, 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 nein! Oh, oh Gott, dammit. So, alle beiden haben 2 Leben. Ach, nein! Ah, goddammit. Uff. Gehen wir aus dem Weg. Yes. Gefangen.
Sehr schön. Knallhart. In 30 Sekunden ohne... Ach so, 30 Sekunden ohne, dass wir... den Turbo-Modus für die Schwierigkeit einfach freigeschaltet? Okay. Bonkers. Ei. Hier gibt es also noch sehr viel mehr beim Schachbrettscharmützel. Ha, interessant. Da schauen wir uns gleich auch mal an, was der Turbo-Modus genau ist. Ach du Heiliger. Okay. Macht Sinn. Alles ist sehr viel schneller. Oh, ich fahre doch rein. Wo bin ich? Da oben. Komm her, Meta Knight. Ja. Es geht aber rechts so. Vorsicht. Gelber Kirby. Oh, verdammt. Ah! Da war die Arena kleiner geworden. Ist auch ein Sieg. Im Turbo-Modus. Und natürlich auch noch für die anderen Schwierigkeitsgraden. Aber gut, das reicht jetzt wirklich für Schachbrettscharmützel. Wir haben genug davon gesehen. Wir haben noch ein paar Minispiele vor uns. Das machen wir wieder zum Schluss als Höhepunkt. Samurai Kirby. Auch schwierig. Konzentration. Magolor. Und zu guter Letzt Meta Knight. Oh, wow. Okay, da war... Ich glaube, ich habe genauso gedrückt wie Meta Knight. Oder vielleicht doch eine Sekunde, eine Millisekunde langsamer, ich weiß es nicht. Also gut. Meine Reaktion war auch mal früher besser gewesen. Sehr viel besser. Mitarbeiter-Modalie von diesem Park. Sehr schön. Eierdotte. Auf Level 3. Oh Gott, doof die Bomben. Uah. Zwölf.
Nee. Das probieren wir nochmal. Das können wir besser. Oh Gott, damn it. Schon wieder 12, oder? Ja. Das ist diese... Nein, nicht Schwierigkeit wählen. Ja, doch. Das ist halt diese Bombe-Eier-Kombination. Ich will eigentlich das Ei haben, aber bekomme die Bombe. Aha. Okay, letzter Versuch. Letzter Versuch. Ja, okay. Nur 5 Eier verpasst. Finde ich okay. Ah, wenigstens 20 Eier. Sehr schön. Viermal gespielt. 23 Stempel, wow. Blauer Kirby. Denn Blue Kirby ist Best Kirby. Krakow? Krass. Ui, zur Feier von 50 abgeschlossenen Missionen wurde eine Gold-Max-Statue auf den Eingangspart errichtet. Und Max Ultra als Maske. Krass. Unser Souvenir-Sortiment wurde erweitert. Ab heute haben wir auch leckere Maxi-Tomaten und herrlich praktische Ballonbomben im Angebot. Ach so, das sind die Dinger, Ballonbomben. Und noch. Yeah. Das hilft uns bestimmt. Last but not least, Magus Pilgerherz auf Level 3. Magus hat wieder Bücher. 3, 2, 1, los. Ein Buch für mich. Haha. Nach da oben rechts. Ey! Oh. Ach, Manu. Hey. Nimm doch die alles weg. Aha. Wir verlieren hier. Das war jetzt viel zu viel. Haben trotzdem doch gewonnen. Gerade so. Mit 18 Punkten von 16 für den Zweitplatzierten. Und das reicht sogar für eine Mission. Damit haben wir schon über die Hälfte der Mission geschafft. Very nice. Souvenirartikel. Ah, eine Maximalität und eine Bombe. Okay. Sparen wir das mal auf. Und ich wechsle auch gleich mal die Maske nochmal. Zum Ende des Parts. Wo war's denn? Ja. Wir können als Kirby herumlaufen. Oder als blauer Kirby.
Ich einfach bei blauen Kirby, weil es einfach so dämlich ist. Und weil Blue Kirby Best Kirby ist. Aber na gut, das wär's dann wieder für den heutigen Part. Beim nächsten Mal gibt's dann die letzte Welt hier im Hauptmodus. Und dann mal sehen, vielleicht haben wir noch irgendwann ein bisschen Zeit, dass wir nochmal die Maguro-Tür machen. Und hier sind wir bei Kirby und dann nochmal die Aufkleber hier suchen, weil es ist ja wieder ein neuer Tag hier im Magoland. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal erstmal die letzte Welt. Bis dahin sage ich aber, bis dann und Aloha!